die Autos immer pro Runde dasselbe machen. Nein! Oh, das war so klar. Nein, ich will da zurücksetzen. Ich werde zurücksetzen, nicht so oft nutzen. Weil es eigentlich Schummeln ist. Was? Nicht drei Runden? Okay, bin ich auch mit einverstanden. Ja. Jetzt fahre ich nochmal dasselbe, nur dann könnt ihr glaube ich mal sehen, wie das ist, wenn man halt die Klappe davon. So. Das ist mir egal. So kann man dann drüber fliegen. So, Blacklist. Wir werden uns jetzt mal wieder wegzaubern. Wir machen jetzt... Oh nee, das heißt, wir haben nach diesem Rennen werden wir eine Verfolgungsjagd veranstalten müssen. Weil die Wahrscheinlichkeit ist maximal, die Kopfrisiko. Fraps, verlass mich nicht. Am Framerate. Was, schon wieder kein perfekter Start? Was ist das denn? Wollt ihr mich verarschen? Verzieht dich! Ich hab gesagt, verzieht euch! Alter, die machen Teamarbeit. Die sperren mir die Wege ab. Die fahren mir hinten ran. Und was ist einer vorne? Hier ist der Autoverkäufer. Oh, Abkürzung. Hehehe. Man muss sie nur treffen, damit sie was wirkt. Ja, genau wegen dieser Tonne, weil diese Tonne bremst dich aus. Wenn du am Anfang schon gegen die Wand fährst, bremst sie dich noch mehr aus. Da das ein Sprint ist, werden wir das noch packen. Und wir erst 30% davon haben geschafft. Das steht oben unter der Zeitanzeige. Also oben rechts. Und um die Kurve. Das Stadion. So. Ja, was ist das denn für ein Scheiß? Einen gefährlichen Fahrer, ja, ist klar. Zufälligerweise sind wir vier. Halt die Klappe und verpiss dich. Nur leider gibt es hier keine... Ja, es gibt hier keine Hupe. Wollte ich nochmal testen, aber es gibt keine Hupe. So, hier diese Schikane ist eigentlich eine meiner Lieblingsschikanen, aber mit späteren Wagen wird sie schwerer zu fahren sein. Und Polizei. Normalerweise. Wo ist die Polizei hin? Hallo, wir haben fast 90% von dem Mondkurs. Wir haben 90% vom Mondkurs. Und wo ist die Polizei? Hallo? Ich will Nitro haben. Och, jetzt machen die so noch ein Foto von hinten. Wer will denn meinen Arsch sehen? Er ist jetzt hinter dem Auto. Hier die Rechnung wieder war ein Zielfoto. Sehr schön, So, jetzt müssen wir nur noch mal Steine fahren und Kopfweh holen. Dann können wir schon gegen den ersten antreten. Jo, ist ja gut, hier sieht die andere aus. Die Karte werdet ihr mit der Zeit kennenlernen. Ich sehe jetzt keinen richtigen Grund, euch die Karte nochmal so ausführlich wie es geht alles zu zeigen, weil das dauert so 5-6 Folgen, um alles euch zu zeigen. Und dann noch die ganze Spielzeit dazu rechnen, das ist dann noch nur so an die 100 Folgen ran. Ah, schon wieder das Falsche erwischt. So, wir suchen Polizisten. Wir verhalten uns ganz schlimm und fahren alles nieder. Wir müssen Autos haben, damit wir Durchsagen kommen. Ja, Autos, ruf doch ruhig. Hallo, hier spiele ich, hier bin ich. Hallo, ihr habt alle zerbrochene Windschutzscheiben.
So. Oh. Und eine halbe Stunde muss ich schon ausmachen. Toll, muss ich weg. Ich habe noch einen vollen Terminplaner. Ich bin zwar nicht der Älteste, aber ich bin schon ein junger Let's Player, sag ich mal so. Wäre zwar echt chill, wenn man so groß rauskommt wie der Kronk oder Saraza oder Crash Tasmani oder Zombie. Ich möchte ja keine Werbung machen, nein. Ich mach keine Werbung. Oh, ein Polizist. Ich habe kein Nitro, ich will den Polizist mit voller Kraft. Ach, oder reinfahren. Hallo, siehst du mich mal? Hallo, ich bin gleich an dir vorbei. Doch. Also, das wird geplant verzögert. Nicht, dass ihr euch... Ja, hör, fang mal an zu hecheln. Dieses Klacken, was ihr jetzt hört, sind die Pedale. Aber wenn du bei Polizisten machst, ist immer so, ja, ich kann jetzt Vollgas geben, mal 150 und mehr schaffen die so nicht, würde ich mal sagen. Komm, ich brauche Kopfgeld. Kopfgeld. Kopfgeld von Meilensteine. Ja, ein Auto, ein Polizist. Ich möchte euch rammen. Oh, da geht's schon ab. Ja, veranlasst eine Straßensperre, damit ich vorbei. Ups. Ups. Also, als Bestes ist immer, kann ich auch sagen. Wenn ihr so in einer Situation seid, oder ich, ist die beste Möglichkeit, da rauszukommen, rückwärts fahren. Im Rückwärtsgang dreht man nicht so schnell durch wie im Vorwärtsgang. Ich brauche doch noch... Der sollte doch gerade eine Straßensperre bilden, was soll denn das jetzt? Also der beste Weg, hier durchzukommen, für mich ist immer erst hier die Seite. Gleich die andere Seite, solange euch kein LKW entgegenkommt. Hier die Ecke finde ich am schlimmsten. Ach, kommt ihr nicht hinterher, bin ich euch zu schnell. Ich bin hier am Let's Play, da müsst ihr mal ein bisschen hinterherkommen. Ist ja nicht so, dass ich hier langsam Fahrduell mache. Ach komm. Ah, okay. Und dann hier kann man normalerweise los. Verfolgungsdauer auch geschafft. So, dann werden wir jetzt mal versuchen zu entkommen. Hey, ich benutze jetzt nicht mal den Sportplatz, den habe ich Ewigkeiten nicht mehr benutzt. Hier diese Ausfahrt, jetzt links, die wird später noch von Wichtigkeit brauchen. Noch nicht durchfahren. So, am besten fährt die Polizei das selbst durch. Ich bin danach weg. Nein, jetzt ist da ein neuer. Ja, bist du da? Und tschüss. Scheiße, wo ist das nächste Versteck eigentlich? Ach so. Polizei. Ah. Ich muss hier durch. Das ist gar nicht aufwendig, wenn man hier so... So. Hey Mann, dieser Sunny sucht ein Rennen. Er ist neu auf der Blacklist, das ist also deine Chance. Versau es nicht. Ist okay. Oh. Nein, das war falsch. Das war auch falsch. So, das war richtig. Regeln für Rennen gegen Blacklist-Mitglieder. Wieso steht der Herr gut zu? Das ist ein Brief. Mann.